Es ist noch gar nicht so lange her, da hielt man die sogenannten öffentlichen freien Güter für unerschöpflich. Boden, Wasser und Luft. Die meisten Menschen und Unternehmen dachten wohl auch, dass ihnen diese Güter auf ewig kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung stünden. Dann führte zunehmende Umweltverschmutzung der Industriegesellschaft weltweit drastisch vor Augen, dass reines Wasser, sauberer Boden und frische Luft sehr kostbar sind und durchaus knapp werden können. Mit der Zeit setzte sich die Einsicht durch, dass diese öffentlichen Güter am besten zu schützen sind, indem man ihnen einen Preis zuordnet. Wenn die Tätigkeit eines Unternehmens irgendwelche Auswirkungen auf seine Umgebung abstrahlt, dann spricht man von externen Effekten dieses Unternehmens. Solche externen Effekte können positiv oder auch negativ sein. Ein Instrument staatlicher Umweltgesetzgebung ist das Festlegen von Emissionsgrenzwerten. Mit Grenzwerten wird das Umweltschutzziel ziemlich schnell und direkt erreicht. Die ökologische Effizienz von Grenzwerten ist hoch, so sagt man. Nachteil? Die Kosten für die Erreichung dieser Grenzwerte sind für die Marktteilnehmer unterschiedlich hoch. Warum das? Schauen wir einmal in den Produktionsalltag der deutschen Wirtschaft. Wir haben einige Instrumente kennengelernt, die die externen Umwelteffekte eines Unternehmens intern wirksam werden lassen. Es liegt nahe, sich nun einmal anzuschauen, wie die Unternehmen reagieren können, um die Kosten negativer Umwelteffekte zu senken. Im Prinzip steht an, das Durchkämmen des ganzen Ladens nach Öko-Schwachstellen. Der Ist-Zustand im Unternehmen wird zunächst untersucht. Wie viel Energie, Wasser und Rohstoffe werden in die Produktion eingefahren? EMAS, das Eco-Management and Audit Scheme, trat in Deutschland 2001 in Kraft. Schon seit 1995 gab es einen weithin unbekannten Vorläufer auf EU-Ebene, das Öko-Umwelt-Audit. Ein Unternehmen kann sich freiwillig durch eine EMAS-Registrierung als umweltbewusst agierender Betrieb zertifizieren lassen. In Industrie, Handel, Dienstleistung, Landwirtschaft oder Verwaltung. So läuft das praktisch ab. Ist die erste Umweltprüfung des Betriebs durchgeführt, erstellt man ein Programm über die Verbesserungsmaßnahmen.